Und jetzt geht's wieder ums große Geld und die Frage, wer hat das meiste Glück am Drücker? Viel Spaß und Spannung mit Al Mundiano. Wussten Sie eigentlich, dass das Wort Joker Spaß bedeutet? Ich wundere mich, wer heute auf dieses Feld trifft. Joker. Also der Geier kann es ja nicht sein, denn der bringt durch seine Gier nur Verdruss. Also muss Joker bei uns die fette Beute bedeuten. Und damit herzlich willkommen. Wieder haben wir drei Kandidaten, die heute den Joker kriegen wollen, sprich die fette Beute. Conny, Sie sind 29 Jahre alt, kommen aus Oberhausen und sind Tagesmutter. Das heißt, Sie haben ein paar Kinder und Sie passen auf diese Kinder auf. Haben Sie da ein Programm, was Sie mit diesen Kindern so durchziehen? Ein Programm habe ich nicht. Wir spielen sehr viel. Bei schönem Wetter gehen wir raus zum Spielplatz, in den Garten, spazieren. Da ist immer was los. Und Sie behandeln alle Kinder gleich, ob ja, Ihre oder? Ja, selbstverständlich, alle gleich. Schauen die heute zu Hause? Die schauen zu. Und drücken Ihnen den Daumen. Sie grüßen die Kinder. Aber ich habe gehört, dass eines Ihrer Kinder Ihnen auch ein Talisman mitgebracht hat. Ja, das war die Sandra. Die hat mir ihren Zauberring mitgebracht, der mir heute viel Glück bringen soll. Und den Geier beschwört, nicht zu mir zu kommen. Sandra, ich hoffe, deine Mami macht das heute okay. Ihnen toi toi toi. Jürgen, Sie sind 24 Jahre alt und Masseur. Jawohl, und Mediziner, Bademeister. Knetender Beruf. Aber Sie haben auch eine gewisse Faible für Gedichte. Oh ja. Haben Sie heute für uns ein Gedicht mitgebracht? Auf jeden Fall. Schießen Sie los, ja. Klar. Glück am Drücker, sag ich dir. Komm herbei und zeig es mir. Geier, Geier, such das Weite, denn du bringst mir nur die Pleite. Tierisch, Jürgen. Jürgen hat auch schauspielerisches Talent mit einer schwingenden Hand. Wie in Hamlet, nicht schlecht. Karin, Sie sind heute zum vierten Mal dabei. Ja. 13.850 D-Mark haben Sie. Wie fühlt man sich, wenn man so reich ist? Einfach super. Ich finde keine Worte. Sie wissen, Kandidaten dürfen bei uns nur fünfmal mitmachen. Allen drei Kandidaten, wie immer. Viel Glück am Drücker. An dieser Stelle erkläre ich noch einmal die Spielregeln der ersten Fragerunde. Ich stelle eine Frage, der Kandidat, der glaubt, die Antwort zu wissen, haut auf diesen roten Drücker und antwortet. Ich gebe dann zwei zusätzliche Antwortmöglichkeiten. Aus diesen insgesamt dreien wählen Sie dann bitte die korrekte Antwort. Der Kandidat, der sich als erstes eindrückt und die Frage richtig beantwortet, erhält zwei Punkte. Alle weiteren korrekten Antworten werden mit einem Punkt belohnt. Punkte deswegen, weil wir dann an unsere Spielwand gehen. Wir kommen zur ersten Frage. Nach Rocky verkörperte Sylvester Stallone einen Einzelkämpfer, der unter dem... Conny. Rambo. Conny sagt Rambo. Der unter dem sogenannten Vietnam-Trauma litt. Wie heißen Rolle und Film? Ist es Rambo, Terminator oder Rambock? Jürgen. Rambo. Sie sagen Rambo. Karen. Rambo. Es ist Rambo. Conny. Wir kommen auf zwei. Jürgen auf einen Punkt. Karen ebenfalls auf eins. Passen Sie auf, wann Sie drücken. Welcher Prager Dramatiker wurde erster Präsident einer demokratischen Tschechoslowakei? Prager Dramatiker. Die Kandidaten dürfen sich nicht mehr eindrücken. Ich nenne jetzt drei Alternativen. War es oder ist es Franz Kafka, Mirek Novarek oder Václav Havel? Conny. Kafka. Sie sagen Franz Kafka. Jürgen. Ich glaube das Zweite. Das Novarek. Heißt, Sie sagen Novarek. Karin. Kafka. Ein Präsident, der Theaterstücke schreibt und Rockmusik hört, ist Václav Havel. Die Kandidaten bekommen keine Punkte, bekommen jetzt allerdings zur nächsten Frage, sprich die letzte der ersten Fragerunde. Wohin beißt man, dem Volksmunde zufolge, wenn man das Zeitliche segnet? Conny. Ins Gras. Beißt man ins Gras, Stroh oder Wurstende? Jürgen. Gras. Sie sagen Gras. Karin. Ins Gras. Man beißt ins Gras. Conny. Sie kommen auf vier. Jürgen auf zwei. Karin auf zwei. Mit diesem Punktestand wollen wir jetzt gegen Raffi kämpfen. Nun werden die gewonnenen Punkte aus der Fragerunde hier an dieser Spielwand in Geld eingelöst, wenn Raffi nicht auftaucht. Conny, Sie haben vier Spiele, Jürgen zwei Spiele, Karin ebenfalls zwei Spiele. Wenn das Risiko zu groß wird, können Sie ohne weiteres die Spiele abgeben, dann werden es Muss-Spiele. Jürgen, Sie haben zwei, Sie fangen an. Komm her, du fette Beute, und zwar jetzt! 150! 150! Und ein Spiel haben. Geier, Geier an der Wand, du bist nicht in diesem Land. 650!
Sie haben insgesamt 800 D-Mark auf Ihrem Konto, Karin. Zweimal dürfen auch Sie. Drückt mir wieder die Daumen, Leute, dann krieg ich wieder fette Beute. 200. Karin, aktivieren Sie diesen roten Drücker. Ja. Einfach los. Ja, direkt, ganz kurz. Stopp! 300! Ja. Karin hat 500 auf ihrem Konto. Conny, Sie haben viermal die Chance, sich die fette Beute zu schnappen. Geier, flieg weiter. Stopp! 150! 150 und drei Spiele. Bitte schön. Geier, Geier, komm nicht zu mir, das sag ich dir. Ei! Da taucht er wieder auf, aus dem Gully. Schadenfreudig wie er ist, da war Raffi. Sie haben noch zwei Spiele, 150 Mark haben Sie verloren. Machen Sie weiter. Ja, jetzt reicht es. Stopp! 550! Conny, Sie haben noch ein Spiel und 550 D-Mark. Geier, bleib zu Hause und werf mir die fette Beute raus. 300 und ein Spiel. Sie haben 850, Sie gehen in Führung, haben noch ein Spiel. Sie können abgeben oder weitermachen. Ich mach weiter. Sie machen weiter. Geier, bleibe da, wo du bist. 1250. Conny, die erste Spielrunde hat sich gelohnt. 2100 haben Sie, Jürgen 800, Karin 500 und mit diesen Zahlen gehen wir wieder zu den nächsten drei Fragen. Und nun heißt es wieder ruhig Blut. Die nächsten drei Fragen kommen. Wir kommen zur ersten. Vor welcher Insel hatten die unglücklichen Matrosen im Volkslied die Pest an Bord? Karin. Madagaskar. Ist es Madagaskar, Sansibar oder Sylt? Conny. Madagaskar. Sie sagen Madagaskar. Jürgen. Madagaskar. Es ist Madagaskar. Conny, Sie haben einen Punkt. Jürgen, einen Punkt. Karin, Sie kommen auf zwei. Wir kommen zur nächsten Frage. Welcher beleibte Bundeskanzler? Karin. Ach, das war zu schnell. Schmidt. Als Vater des Wirtschaftswunders bekannt, gab das Motto Maß halten aus. War es, wie Karin sagt, Schmidt, Lübcke oder Erhard? Conny. Erhard. Sie sagen Erhard. Erhard. Es war Ludwig Erhard. Conny, Sie kommen auf zwei. Jürgen, ebenfalls auf zwei. Wir haben jetzt einen Gleichstand. Alle drei Kandidaten haben zwei Punkte. Das ist die letzte Frage. Lang und dürr auf einem ausgemergelten Klappergaul, der Ritter von der traurigen Gestalt. Karin. Don Quixote. Wer war diese Romanfigur von Cervantes? War es Don Quixote, Ivanhoe oder Lucky Luke? Conny. Don Quixote. Sie sagen Don Quixote. Jürgen. Don Quixote. Es war Don Quixote. Conny. Drei. Jürgen. Drei. Karin. Vier. Jetzt brauchen wir kein Wissen mehr, sondern nur noch Glück. Die Schlacht um die fette Beute. Hier sind wir. Conny, 2100 D-Mark. Jürgen, 800. Karin, Sie haben die niedrigste Summe auf Ihrem Konto, 500. Dafür vier Spiele. Sie fangen an. Ich drück jetzt mein Glück am Drücker. 250. Ja. 750, Karin. Drei Spiele haben Sie. Ich möchte an dieser Stelle noch alle Leute nochmal bitten, mir nochmal die Daumen zu drücken. Wir drücken. Am besten. Wir drücken. 800! Karin, 1550 und zwei Spiele haben Sie noch. Sie können abgeben oder weitermachen. Ich möchte es nochmal machen, also ich verlasse mich drauf. Aufs Glück. Stopp! 200 und ein Spiel! 1750 und zwei Spiele haben Sie, Karin. Ja, in Führung ist Conny mit 2100. Sie können abgeben oder weitermachen. Ich mache erstmal weiter. Legen Sie los. Geier, bleib bloß weg, dann hat sie vielleicht auch einen Zweck. 300! Ja. Sie haben 2050, 50 D-Mark trennen Sie von Conny. Raffi war noch nicht da. Ich mach weiter. Karin macht weiter. Bitteschön.
Also ich verlasse mich nochmal aufs Daumen drücken. Einfach los. Stopp! 500 und ein Spiel! 2550. Karin, Sie haben noch ein Spiel. Sie liegen in Führung. Möchten Sie abgeben oder weitermachen? Ach, noch einmal. Einmal macht sie noch. Zeigen Sie es dem Geier. Ja, also hör drauf, ich zeig's dir. Das Geld gehört jetzt mir. 500. 500 D-Mark, 3050. Jürgen, 800 D-Mark und drei Spiele. Legen Sie los. Jürgen her, du alter Geier. Gib sie mir, deine... 750! 750! Jürgen, 1550 und zwei Spiele. Hücken her, du alter Geier, geh auf deine Räuberleiter. Stopp! 250! Jürgen, 1800, Sie müssen nicht unbedingt reimen, einfach nur drücken. Jürgen. Fette Beute, gib sie mir heute. Stopp! Ja! Ja! 1000 D-Mark, Sie haben 2800, Conny. 2100, Sie haben drei Spiele, in Führung ist Karin mit 3050 D-Mark. Fette Beute, komm zu mir und bring dir Glück. 100 D-Mark, drücken Sie ihn rein, der Geier muss weg. 2200, zwei Spiele haben Sie noch, Sie können abgeben oder weitermachen. Ich mach weiter. Fette Beute, komm zu mir. 500! 2700! Conny, Sie haben 2700 und ein Spiel. In Führung ist Karin mit 3050. Sie müssen 3050 schlagen, um heute Champion zu werden. Wenn Sie jetzt weiter den Raffi bekommen, sind Sie draußen. Ansonsten sind Sie heute unser Champion. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Drückt mir alle eure Daumen, bringt mir Glück. 1000! Unser Champion heißt Conny! 3700 D-Mark. Karin nimmt 13.850 mit nach Hause. Das ist der Stand der Dinge von heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Conny hier bei Glück am Drücker. Ciao, bis dann.